Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Kornhaus in Bern zum diesjährigen Jahresrückblick von der Schweizer Pressekarikaturisten. Unsere heutigen Eröffnungsgäste zum Talk zu dem Jahresrückblick haben wir ein bisschen Südländer eingeladen dieses Jahr. Aus dem Tessin der Philippe Lombardi, CVP-Ständerat, und aus dem Wallis der Brieger Hotelier Peter Bodemann, ehemaliger SP-Präsident. Und der Talk leitet tut der Rundschau-Moderator, den inzwischen auch alle kennen und wir entdeckt haben, der Sandro Protz. Viel Vergnügen. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Danke vielmals fürs Vertrauen, dass man mir den Talk schon zum vierten Mal anvertraut. Grosses Vertrauen, das ich da geniessen darf. Vielmals, ich hoffe, ich darf es nicht missbrauchen. Aber es wird schon darum nicht passieren, weil mich braucht es da oben eigentlich gar nicht. Das könnte nämlich auch eine Two-Man-Show sein heute, die man da könnte machen ohne mich. Ich versuche aber ab und zu zwischendurch wieder einmal Themen auf Silbertablett zu tun. Und das Ziel müsste am Schluss sein, wir werden da aufgezeichnet. Das ist nicht die NSA, die das macht, sondern es geht dann tatsächlich auf die Homepage von gezeichnet.ch. Und das Ziel müsste am Schluss sein, dass dann das nachher mehr abgeladen wird als Thiel gegen Schawinski. Das wäre dann etwa 500'000 Mal. Also es liegt darin, dass da oben auch ein bisschen lebhaft diskutiert wird in dem Sinn. Zwei Alpha-Tiere, der eine, und damit wächst ins Hochdeutsche, der eine mischt als CVP-Fraktionschef und Ständerat aus dem Tessin direkt im Bundeshaus die Karten, der andere tut das vom Wallis aus als früher SP-Präsident und mit seiner Weltwoche-Kolumne Woche für Woche und als Hotelier in Brieg. Herzlich willkommen hier auf dem Podium. Wenn Sie beiden sich treffen, ist denn das so eine Veranstaltung, ja weisst noch das mal und dann schwelgt man in den Erinnerungen oder geht es dann gleich um die Tagespolitik? Wir haben uns eigentlich politisch in Bern nie getroffen, nicht? Ich war schon weg, als Lombarde kam, nicht? Wir treffen uns eigentlich sehr selten und das letzte Mal war eigentlich noch interessant, waren wir beide im Kanton Schwyz. Die CVP Schwyz hat eine super gute Initiative für den ökologischen Umbau gestartet, die wird, glaube ich, im nächsten Jahr zur Abstimmung kommen. Und ich bin eigentlich erstaunt, dass die Rundschau bisher nie einen Bericht über diese Initiative gemacht hat, die ich da zur Freude der anwesenden CVP-Leute in allen Tönen gelobt habe. Ich habe den Hinweis auf unsere kommenden Sendungen im nächsten Jahr verstanden, begriffen und abgelegt geistig. Ich werde nächstes Jahr wieder auf Sie zukommen. Ich bedanke mich für diesen Hinweis. Auf die CVP Schwyz. Jetzt aber, wenn Sie sagen, Ihr Vater war ja als Ständerat in der CVP, muss man hier sagen, oder? Ja. Vor vielen, vielen Jahren. Was hat Sie dann davon abgehalten, dass Sie jetzt nicht Parteikollegen sind? Gut, ich wurde in die 68er Jahre hineingeboren. Das Oberwallis war faktisch gesehen ein Einparteienstaat. Und wir haben dazu mal gegen die herrschenden Zustände revoltiert, gingen auf eine Reise weit nach links. Ich hatte immer einen sehr liberalen, offenen Vater, der mir gesagt hat, was du für eine Position hast, inhaltlich, das ist deine Sache. Wichtig ist, dass du es gut machst. Und wir wurden natürlich zu Hause trainiert, nicht? Weil der hat uns immer herausgefordert und gesagt, das ist falsch. Das läuft nicht richtig links und von da habe ich an ihn eigentlich nur gute Erinnerungen, abgesehen davon, mein Vater kannte den Papa Lombardi sehr gut, weil Papa Lombardi baute ja dann überall Staumauern, Tunnels und alles mögliche Brücken und von daher gab es da auch Beziehungen in der Generation vor uns. Und er ist ja heute auch Brückenbauer, oder? Ich verstehe mich, versuche mich so zu verstehen. Aber tatsächlich, wenn wir sprechen, sprechen wir von der Gegenwart, auch von der, über die Zukunft. Aber wir vergessen nicht, dass die Vergangenheit auch ein Bestandteil der politischen Kultur ist. Und auch die Zeichnungen kann man machen, wenn man ein bisschen weiß, was
was hinter den Kulissen steht und was früher passiert ist, dann kann man auch Humor machen und kann man politisieren, wenn man weiß, eben, was vorher gekommen ist. Und das Problem der heutigen Gesellschaft, wir haben kein Gedächtnis mehr. Wir erinnern uns gar nicht, was gestern war, und wir denken so oberflächlich an alles, was heute kommt, und weder morgen noch gestern interessieren uns. Das ist ein bisschen das Problem. Das ist ein bisschen sehr negatives Formel. Versuchen Sie damit schon allfällige künftige Wahlniederlagen schön zu reden? Nein. Dagegen werden wir kämpfen, und wir werden versuchen, den Bürgern, wir versuchen ständig, den Bürgern tatsächlich eine brauchbare Alternative anzubieten. Also eine Partei, die weiß, woher die Schweiz kommt, was sie bis jetzt gemacht hat, was sind ihre Stärken, auch ihre Schwächen, und die bereit ist, sich für die Zukunft zu engagieren. Also über die Stärken lässt sich immer gut reden. Ich glaube, Sie könnten etwas zu den Schwächen sagen, oder? Der CVP, es ging etwa 2 Minuten, als Sie sich hinter den Kulissen gesehen haben, da hat der Peter Bodenmann dem Filippo Lombardi schon gesagt, was die CVP alles falsch macht. Das können Sie hier öffentlich nochmals sagen? Nein, stimmt nicht. Er hat gesagt, was die CVP noch besser machen könnte. Journalisten sagen ihm gerne schönreden. Ich habe natürlich von zu Hause aus eine CVP kennengelernt, die damals unheimlich selbstbewusst war. Die in der Lage war zu sagen, dreimal machen wir ein Bäckli mit der FDP und einmal mit der SP. Aber jedes Mal kommt der Stempel CVP drauf. Und das war eine Partei mit den Hürlimännern für Furgler, Schürmann und Rosenberg, die gewusst hat, dass ein politisches System braucht ein Zentrum, und das Zentrum entscheidet, mit wem macht es welche Kompromisse. Und heute haben wir in der Schweiz eigentlich ein total zersplitterte politische Mitte. Und was ich Filippo Lombardi gesagt habe, ist, da gibt es noch Luft nach oben, dass vielleicht irgendeine Partei in dem Zentrum in der Lage ist, jene 40% der Schweizerinnen und Schweizer, die eigentlich so vorsichtig Mitte-Wählerinnen sind, die politisch zu strukturieren und den ganzen Prozess in der Schweiz wieder in Gang zu bringen. Das ist heute leider nicht der Fall. Wir haben da verschiedene Gemischtwarenhändler, die nicht in der Lage sind, das politisch auf die Reihe zu bringen. Also der Vorwurf ist, dass Sie eigentlich kein Profil hätten und zugespitzt vielleicht auch auftreten müssen, aber das wollen Sie eigentlich ja gar nicht. Sie sind ja auf Harmonie bedacht. Nein, Harmonie ist eine Sache. Zusammenarbeit ist die Konkretisierung der Harmonie. Also man, Harmonie, nur weil man sich nicht profilieren will oder weil alles gut und schön ist und so auch bleiben soll, das ist falsch. Das wäre falsch. Harmonie ist nicht das richtige Wort. Zusammenarbeit, gemeinsame Nenner oder Minimalstandards, die wir gemeinsam für das Land und für eine bessere Politik einsetzen müssen, das ist unsere Aufgabe. Das Problem ist, wir versuchen ab und zu da Türen zu öffnen. Wir haben seit in der Mitte, um diese Politik der Mitte zu stärken, versuchen wir es. Wir haben seit vielen Jahren eine Fraktionsgemeinschaft mit der Evangelischen Volkspartei. Wir haben 4 Jahre lang mit der GLP eine Fraktionsunion gehabt. Wir haben Versuche der Zusammenarbeit mit der BDP gemacht. Am Ende, und die Idee ist immer die gleiche, genau diese, die Mitte zu stärken, damit die Mitte tatsächlich mit den Linken und den Rechten verhandeln kann, aber ein Faktor der Stabilität in diesem Lande ist. Und das kommt nicht zustande. Am Ende grundsätzlich habe ich die Befürchtung, es ist schwer das zu sagen, aber es gilt in diesem Lande immer noch ein bisschen ein konfessionelles Problem. Die CVP wird immer noch als die katholische Partei gesehen. Sie ist es nicht mehr. Sie hat lange gesagt, wir sind eine Wertepartei, wir sind keine konfessionelle Partei. Wir hatten Reformierte als Generalsekretäre der Partei. Wir haben einige Bundesparlamentarier reformiert. Wir haben hier in der Stadt Bern, glaube ich, einen Polizeidirektor, der reformiert ist und so weiter. Aber
die wird immer noch als katholische Partei angesehen. Deswegen ist diese Behauptung, man könnte aus der CVP eine starke Allianz der Mitte aufbauen, leider kommt das nicht zustande. Gut, wer schon resigniert hat, muss, muss gar nicht an den Start gehen. Ich habe meinen, Moment, ich habe meinen Teil gemacht, um das zu ändern. Ich habe eine holländische Calvinistin geheiratet. Also ich versuche schon, meinen Beitrag zu leisten, um die Sache ein bisschen zu entkriminalisieren, sozusagen. Aber es ist halt schwierig. Ja, aber ich glaube, dass das nicht einfach ist, ist unbestritten. Umgekehrt steigen natürlich die Chancen, wenn wir jetzt schauen, wie der Freisinn sich selber lähmt im Zusammenhang mit dem, was jetzt bei der NZZ läuft, dann müsste man sagen, irgendjemand wird von dieser Situation profitieren, weil jene Leute, die in der Freisinnigen Partei die Mehrheit und das Sagen haben, die haben sich eigentlich entschieden, wir sind bereit, dass ein Markus Somm Chefredakteur werden kann. Die Redaktion der NZZ, das ist ein Phänomen, die hat eigentlich verhindert, dass Somm Chefredakteur wird. Das ist schon fast ein basisdemokratisches Element und real gesehen, nach meiner Einschätzung, sind sicher 40% der Wählerinnen und Wähler der FDP tendenziell so wie du auch, so ein bisschen sozial, ein bisschen offen, ein bisschen von allem. Und die müssen ihr doch abholen. Und ich sehe da nichts. Ich sehe einfach keine Leidenschaft für die Politik. Immer zu sagen, wir bauen Brücken und wir öffnen Türen und so. Das ist als Ingenieur ist Brückenbauen gut, aber in der Politik geht es um Macht und um Ausübung der Macht. Nein. Aber ganz konkret, jetzt, Sie haben von der FDP gesprochen und von dieser Akte Somm, der sich jetzt sozusagen mit Unterstützung der Reduktion selber aus dem Rennen genommen hat. Da hätte sich die CVP jetzt positionieren sollen, in dieser Causa drin. Du, ich wollte eine Aktie der NZZ schon lange kaufen, mir wurde es verboten. Es ist nur für FDP-Mitglieder reserviert. Partei, ja. Also dann kann ich direkt nicht reinreden. Ja, ich könnte kommentieren. Man kommentiert immer gerne, was bei den anderen passiert. Ja, ist eine Sportart, die mich nicht besonders überzeugt. Wobei im Kommentieren ist er ja auch sehr gut, Woche für Woche. Oder wenn aber das ist seine Rolle. Ich hoffe sehr, in einigen Jahren habe ich auch eine Kolumne, wo ich das Leben der Nachfolger kommentieren kann. Da nehmen Sie ja gerne auch die eigenen Parteigenossinnen und Genossen aufs Korn, Peter Bodenmann. Jetzt haben wir mit Simonetta Sommaruga die Bundespräsidentin, die ins neue Jahr startet. Die SP platzt fast vor Stolz. Sie auch? Nein, das ist nicht so mein bevorzugtes Hobby. Aber es geht ja um eine politische Differenz. Und die Differenz ist jetzt mindestens schon, sagen wir, mit Röde Strom ist jetzt die Differenz, die ist jetzt bereits 3 Jahrzehnte alt. Nicht? Und es geht im Wesentlichen um 3 Themen. Das erste Thema ist, welches Verhältnis haben wir zu Europa, zu Personenfreizügigkeit, zu Zuwanderung. Aber ich wollte jetzt nicht das Parteiprogramm hören, ich wollte jetzt hören, Ihr Verhältnis zu Simonetta Sommaruga. Es geht um politische Differenzen, das darf durchaus interessieren, weil persönlich habe ich mit ihr keine Differenz. Ich habe mit ihr politische Differenzen. Ein Thema betrifft Europa, habe ich jetzt kurz skizziert. Ein zweites Thema betrifft an und für sich die Frage Wachstum ja oder nein. Ich bin der Meinung, Wachstum ist möglich und das ökologisch verträglich. Und ein dritter Punkt betrifft, ich bin jemand, der eigentlich keine zu große Harmoniesucht hat. Nicht? Jemand, der glaubt, in der Politik braucht es zuerst harte Auseinandersetzung. Man muss die verschiedenen politischen Kräfte müssen sich konfrontieren, müssen testen. Und wenn man dann festgestellt hat, wer hat die besseren Argumente, wer kann mehr Leute überzeugen, dann braucht es dann konstruktive Kompromisse.
und ich bereits im Vorfeld. Das sind drei inhaltliche Differenzen, die ich habe. Aber die Realität ist ja dann, dass Sie dann Ihre politische Wahlvorstellungen unterschreiben. Nicht, dass Sie sagen, das hätten Sie nicht geschrieben, ich habe es hier vor mir. Sie haben ihr auch vorgeworfen, sie würde die Fremdenfeindlichkeit schüren. Kommt da ab und zu ein Telefon aus dem Bundeshaus und dann heißt Peter, bitte ein bisschen ruhiger jetzt in nächster Zeit. Überhaupt nicht. Das ist bei mir, alle Therapieversuche sind erfolglos. Lesen Sie seine Kolumne? Ja, ab und zu gerne, mit Interesse. Haben Sie auch schon was gelernt für die eigene Partei? Ja, es, man kann was lernen, das stimmt. Ab und zu sind gewisse Überlegungen... nicht ganz falsch. Nicht ganz falsch. Er versucht ja dann immer irgendwie zu sagen, es fehlt den Leuten an Profil oder auch Ihrer Partei. Nervt das manchmal so die Außenkommentare von Leuten, die nicht mehr in der Politik sind? Also ich versuche mein Profil gut zu füllen, oder? Das mache ich nur so. Ja. Also ich bin da. Man kennt mich und ich habe in dem Sinne keine Profilierungsneurose. Und das ist eben das Schwierige. Oder wenn Leute, die zu wenig Profil haben, dann eine Profilierungsneurose kriegen, dann müssen sie sich unbedingt profilieren. Das ist nicht gerade konstruktiv und produktiv. Aber okay, es stimmt. Die Schweizer Politik ist nicht so gedacht, dass man sich eben wie in anderen Ländern, wo Majors und Mehrheit und Minderheit sich ständig konfrontieren, ist die Schweizer Politik nicht eben so gedacht, dass man sich relativ einfach auf Kosten der anderen Seite profilieren kann. Weil es ist ein System der Gleichgewichte und dann haben wir die Parteien, die Konfessionen, die Kantone und wir müssen dieses und das. Und, schlussendlich haben wir ein, wie heißt das so schön, Konkordanzsystem. Und gut, das ermöglicht die Profilierung weniger als in anderen Ländern. Am Ende, wenn ich aber das Ergebnis der tagtäglichen Politik beurteile, habe ich den Eindruck, wir kommen nicht so schlecht weg im Vergleich zu Italien, Frankreich, Deutschland oder anderen Ländern, wo man sich gut profiliert, rechts und links. Sie haben sich dieses Jahr profiliert als Russlandkenner und Putin-Freund. Kann man das so zusammengefasst als Jahresrückblick sagen? Das sind die schönen Vereinfachungen der Medien. Ich habe ständig versucht in dieser Krise, wobei ich bin, wer bin ich? Also ich bin weder der Präsident noch der Außenminister dieses Landes. Aber das mache ich gerne. Aber das, weil gereist sind Sie wahrscheinlich. Aber die Plätze sind leider schon bereits vergeben, also da kann man nichts tun. Ich habe ständig gesagt, die Schweiz muss ihre Rolle wahrnehmen als neutrales Land mit einer aktiven Neutralität. Und in diesem Sinne heißt jetzt aktive Neutralität nicht Truppen vorbereiten, sondern das Gespräch suchen mit beiden Parteien. Und sich einfach einzuordnen in einem System, das von Washington oder von Brüssel bestimmt wird, ist für mich der falsche Weg für die Schweiz. Das war die einzige Sache, die ich ständig bekräftigt habe. Es braucht auch in diesen Ländern jemanden, es kann die Schweiz sein, es kann Weißrussland sein. Weißrussland hat einen solchen Versuch gemacht, die Parteien am Tisch zu haben. Und vielleicht hält der Minsker Prozess noch, hoffen wir. Aber das ist die Rolle von Ländern, die sich nicht einordnen lassen wollen. Sie haben gesagt, das wäre zu einseitig auf Putin zum Beispiel geschossen oder so haben, habe ich ja das wahrgenommen. Sicherlich. Sehen Sie das auch so, Herr Bodenmann? Da gibt es zwischen uns keine große Differenz. Ich bin auch der Meinung, dass man vielleicht noch etwas unterschätzt. Russland steht ökonomisch mit dem Rücken zur Wand. Und das wird jetzt noch einmal über den Ölpreis und den Rubelkurs verschärft sich das noch einmal. Und das Dümmste, was man in so einer Situation machen kann, ist zusätzlich Öl in diesen Konflikt zu gießen. Und das geschieht jetzt und das wird sich nicht positiv auswirken. Für Europa, für die USA ist das etwas anderes, aber für Europa ist das ein riesiger Nachteil. Im Gegensatz zu uns allen kennen Sie ja Putin, oder? Ja. Wie ist er so? Ja gut, ich kenne ihn ungefähr, wie wir uns kennen. Also ich habe einige Minuten mit ihm sprechen können. Im Gegensatz zu ihm haben Sie mir keine andere Piotr-Schale umgehängt. Das kommt noch. Das wird schwierig, Sie wissen, woher ich angereist bin.
Nein, also, es ist durchaus eine, kann man sagen, es ist eine Persönlichkeit, eine starke Persönlichkeit, wird noch stärker verkauft, als tatsächlich er ist. Es ist ein ganzes System der Information und der Propaganda dahinten. Und er hat natürlich auch seine Schwierigkeiten, sehr unterschiedliche Leute und Interessen in seinem Lande noch zusammenzuhalten. Es ist nicht so, dass er der Alleinherrscher ist, wie vielleicht zu verstehen ist, wenn man das ein bisschen oberflächlich betrachtet. Und in diesem Sinne muss man ihn anerkennen, dass er für sein Land, wenn man denkt, was Russland vor 15 Jahren war, am Ende der Jelzin-Periode, dann hat er sicherlich für sein Land etwas getan. Ob das immer richtig ist, jetzt, das lässt sich hinterfragen. Und man kann und man muss da gewisse Grenzen stellen. Aber grundsätzlich, wenn man sieht, für das Land, für die Bevölkerung, für die Millionen Menschen in diesem Lande, waren seine Jahre nicht schlecht. Sie können schlecht werden jetzt, wenn der Weg falsch gewählt wird und eben nicht nur also direkt an die Wand führt. Wir haben vorher darüber gesprochen, wie Sie von außen her auch immer wieder auch kritische Worte für eigene Repräsentantinnen und Repräsentanten Ihrer Partei finden. Was halten Sie denn von dem, was da an Nachwuchs kommt innerhalb von der Partei? Was halten Sie von einem Cedric Werbel zum Beispiel? Ist er schon angepasst, seit er in Bern ist, oder wie nehmen Sie ihn wahr? Das ist ein Prozess, der ja innerhalb der SP in der Regel so läuft, man steigt unten links ein und kommt oben rechts raus. Bei ihm gibt es gewisse Tendenzen in diese Richtung, aber wie gesagt, das wird sich dann weisen, wie das weitergeht, aber ich habe das eigentlich unheimlich viele Male in meinem Leben beobachtet, dass es innerhalb der Linken Leute gibt, die so in ihrer Entwicklung sich eher nach rechts bewegen. Aber Sie sagen auch, es ist eine Entwicklung, um die Macht zu wollen. Das ist ja nicht nur schlecht, oder? Wenn man etwas bewegen will, das haben Sie ja selber auch vorgemacht, dann muss man in den entscheidenden Funktionen drin sein. Das sind zwei verschiedene Fragen. Die Frage der politischen Position und die Frage der Macht. Ich habe den Eindruck, ich war ein Linker und bin ein Linker geblieben, aber ich hatte immer ein intaktes Verhältnis zur Macht. Und wie sehen Sie, wie die Macht ausgeübt wird von Ihrem Parteipräsidenten? Macht er A. keinen guten, A. B. einen guten, C. einen sehr guten Job? Gut, ich bin ja nicht Lehrer von Beruf, sondern Anwalt und Notar, und von daher würde ich nicht in den Kategorien, aber ich glaube, Löbra macht über alles gesehen einen guten Job, und vielleicht, was er unterschätzt, sind einfach so Fragen, die außerhalb rein des sozialen Spektrums sich bewegen, wie die Frage gleiche Rechte für Mann und Frau, auch Fragen wie gehen wir in einer Gesellschaft mit Drogen um und andere gesellschaftspolitische Fragen, die sind einfach in der welschen Schweiz viel weniger aktuell als in der deutschen Schweiz. Da fehlt etwas die Temperatur. Das ist übrigens auch ein Problem der CVP, nicht? Du kommst vom Tessin, der Darmele vom Unterwallis, und der Großteil der Schweizerinnen und Schweizer sind halt Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer, und das hat teilweise ganz unterschiedliche Temperaturen, nicht? Interessant ist ja, dass am besten ist das beobachtbar bei der Drogenfrage, nicht? Die Welschen haben ein intaktes Verhältnis zur harten Droge Alkohol und umgekehrt eine riesen Angst vor Cannabis, und in der deutschen Schweiz, wo es weniger Rebbau gibt, ist das genau umgekehrt. Wir schauen hier auch zurück auf dieses Jahr mit diesen wunderbaren Zeichnungen, die ich allen wirklich nur empfehlen kann, die nochmals sich zu Gemüte zu führen. Und wenn man schaut, was eigentlich am meisten Schlagzeilen gesorgt hat, diesem Jahr politisch, dann ist es eigentlich eine apolitische Geschichte, nämlich die Geschichte rund um Gary Müller. Wie haben Sie das wahrgenommen?
eben keine politische Geschichte. Eine Dummheit und eine Reaktion, die absolut nicht proportional war, nicht im Verhältnis war mit dem eine Dummheit ist es schon, aber die Reaktion war absolut unverhältnismäßig der Medien. Und dann, aber ich glaube, die Sache hat sich dann doch am Ende irgendwie wieder, hat wieder seinen richtigen Platz gefunden. Und wenn Sie ihm jetzt dann im Bundeshaus in der Wandhalle über den Weg laufen, begegnet man dann dieser Person anders als vorhin? Ich hatte, Sie das für sich selber? Gut, ich war vorher, wir sind beide Co-Präsidenten der Freundschaftsgruppe Schweiz-Russland. Also da haben wir ein paar Sachen gemeinsam gemacht und ich habe genau dasselbe. Also ich habe ihm vielleicht mehr Freundschaft in dieser Situation erwiesen als noch früher. Also ich fühle mich in solchen, bei solchen, also ich hatte meine Schwierigkeiten in meiner Jugend, ich fühle mich in der Regel solidarisch mit Politikern. Natürlich, es gibt grobe, wirklich grobe Fehler. Oder, was ich von absolut unerträglich erhalte, ist mit den Machtinstrumenten sich Vorteile zu persönliche oder Gruppenvorteile zu erarbeiten oder Excès de pouvoir, also Macht über Missbrauch. Amtsmissbrauch, Machtmissbrauch und so weiter. Also wenn man das Amt benutzt, um etwas Falsches zu erreichen, das finde ich inakzeptabel in der Politik. Dass man Fehler macht, das liegt in der Natur der Menschen, glaube ich. Und deswegen kann ich nur Solidarität haben, wenn irgendwelche Kollegen eben menschliche Fehler machen, die mit der Ausübung des Amtes nichts zu tun haben. Hat sich das verändert im Vergleich heute zu der Zeit, als Sie aktiv waren im Bundeshaus, dass solche Fehler, ich nehme jetzt mal an, gut, es hat dort, ich will Sie nicht älter machen, als Sie sind, es hat aber dort noch nicht die hochtechnologisierten iPhones wie heute gegeben. Und solche Dinge, wie sehen Sie das, dass da schneller auf Fehler genommen und gepackt und geschaut wird, als zu Ihrer Zeit heutzutage? Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Das gibt doch gar niemand etwas an. Was der Gary Müller mit seiner Freundin macht, das ist doch politisch irrelevant. Und ich finde das einen unglaublichen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von Gary Müller. Und ich bin auch nicht bereit, das als Fehler zu sehen. Soll doch jeder hier sagen, was er schon im Leben alles gemacht hat. Mein Gott. Irgendwo finde ich das absurd, das Theater, das alle mitmachen. Es gibt doch niemand etwas an. Ja gut, der einzige Fehler war, man muss sehen, wir hatten im Bundeshaus schon eine gewisse Aufregung wegen das Problem der Sekretärin, die im Büro gewisse Selfies gemacht hat. Und da kommt ein Fehler eines Politikers, der in seinem Büro, also in sein Amtszimmer, eine Dummheit, wirklich, also Fehler ist vielleicht schon zu viel. Dummheit ist es, Fehler ist schon zu viel, gar kein Delikt, überhaupt kein Delikt, kein Verstoß. Also in dem Sinne finde ich eine Sache, die wirklich keine Bedeutung hätte haben sollen. Sie machen auch gerne Selfies, Herr Lombardi, wenn Sie um die Welt reisen, als Ständeratspräsident. In wie vielen Ländern waren Sie? In meinem Leben insgesamt? Nein, in der Funktion. In meinem Leben 80. Ja. In meiner Funktion als Generalpräsident 22. Also ist nur nicht einmal ein Viertel der Länder, die ich sonst besucht habe. Wo war es am schönsten? Im Tessin, ja. In der Rede. wenn ich endlich mal ein Wochenende am Luganer See frei hatte, dann war es natürlich das Schönste, das stimmt. Sie dokumentieren. Aber sind natürlich sehr, sehr, sehr interessant. Also, es sind keine touristischen Reisen. Das ist das Problem, das die Kommentatoren ein bisschen schwierig zu verstehen haben. Sie haben meine Frage schon antizipiert. Schön. Wenn man, also 22 Länder sind nicht 22 Reisen, es waren, glaube ich, 13 Reisen. Also, ich habe immer versucht, zwei, drei Länder in einer Reise zu verknüpfen.
Und wenn man eine Woche hat, um drei Länder zu besuchen, das sind es 2 Tage pro Land. Das ist Flughafen, Minister, Präsident des Parlaments, die Auslandschweizer in diesem Lande zu besuchen, noch ein Raclettenabend mit den Auslandschweizer und am Morgen danach. Das ist wahnsinniger Stress. Ja. Also das sind keine touristischen Reisen. Und das hat man, aber das macht man, weil die Leute das erwarten. Also ich muss sagen, in allen Ländern waren die Auslandschweizer erstmals absolut begeistert. Die Leute lachen nicht wegen Ihnen. Es ist ungefähr so, ja. Sie haben auch dann enerviert reagiert, auch als wir von der Rundschau ein bisschen kritischer hingeschaut haben. Sie haben dann, ja, wenn das Geld da nicht gereicht hat für diese Reisen, haben Sie einen ganz cleveren Schachzug gemacht und haben Sie einfach das Budget erhöht. Das mache ich nicht. Das ist nicht meine Zuständigkeit. Aber Sie haben es mit veranlassen lassen, dass man das so gemacht hat. Ich bin der Meinung, und zum Glück waren der Bundesrat und das Parlament auch gleicher Meinung, dass das Parlament mehr für die parlamentarische Demokratie und für die internationalen Beziehungen zur Verfügung stellen muss. Nicht Millionen. Also ich finde, wenn Sie von diesen 100.000, 120.000 Franken so berichtet haben, ich habe gerechnet, wie viele wochenlangen Sendungen Sie machen hätten sollen über das Projekt in Sieme. Das sind 100 Millionen des Volkes aus dem Fenster geworfen. Da kommen nur die üblichen 2 Minuten, oder? Bericht. Also steht auch wieder in keinem Verhältnis mit der Sache. Man hat von 100.000, 200.000 Franken gesprochen. Jetzt hat man ein faires Budget für die internationale Beziehung des Parlaments zur Verfügung gestellt. Halbe Million. Eine halbe Million für die Beziehung des Parlaments. Insgesamt sind 246 Abgeordnete. Wir empfangen Delegationen aus der ganzen Welt mit einem solchen Budget und so weiter. Also dass man statt den Leuten, den guten Wählern zu erklären, es ist wichtig, dass wir diese Beziehungen haben, muss man natürlich auf den Lombarden schießen. Das ist einfacher. Das ist schön, man vereinfacht sich das Leben als Journalist. Ich war selber Journalist, ich weiß, wie es geht. Es ist immer schön, wenn man mit Politikern zusammensitzt, dann geht es 4-5 Minuten, dann sind wir bei der Medienkritik angelangt. Reden wir doch über Ihr neuestes Hobby, Herr Bodenmann. Sie haben sich eine Modelleisenbahn zugetan. Muss ich mir Sorgen machen? Oh, ist das kein Hobby, sondern das ist eine Investition. Und bei jeder Investition, die man macht, ja, gibt es Risiken und Chancen. Und letztlich werden die Leute, die im Wallisphäre machen, entscheiden, ob das eine interessante, gute Anlage ist oder nicht. Und das ist eine Anlage, muss man erklären, im Maßstab 1:87, die Sie sich zugetan haben. Das ist eigentlich eine Investition. Sie wollen die Leute damit anlocken in Ihr Hotel nach Brieg. Ja. Aber die stehen noch nicht, die Eisenbahn. Heute Nachmittag haben wir einen großen Testbetrieb, eigentlich mit dem Verein, der die aufbaut. Und heute Abend werden wir den hoffentlich erfolgreichen Testbetrieb gemeinsam bei einem guten Essen begießen. Die einen haben eine Eisenbahn, die anderen haben einen Eishockey-Club. Ja. Man kann einfach, wie heißt es dort? Es ist sehr einfach, Millionär zu werden. Man muss zuerst Milliardär sein, dann eben eine Eisenbahn oder eine Eishockey-Mannschaft oder einen Fernsehsender haben und dann wird man einfach Millionär. Das ist, wie die Sachen sich entwickeln. Oder? Aber Sie hatten ja da zum Teil Mühe, jetzt gerade bei Ihrem Club dann gewisse Löcher zu stopfen, haben da wirklich, sind von Pontius zu Pilatus gegangen. Das ist eine Herzensangelegenheit bei Ihnen. Woher kommt das? Ja, ich komme aus diesem Tal. Das sind meine Leute, das ist mein Tal. Also es ist angewandte Regionalpolitik, sagen wir so. Wir Politiker sprechen viel von Regionalpolitik. Man sollte in den Tälern irgendetwas tun. Man weiß nicht, was zu tun. Dort haben wir etwas, haben wir eine Realität, die Identität dieser Region seit 78 Jahren vertritt, seit 32 Jahren ununterbrochen der Nationalliga A. Das ist der zweitgrößte Arbeitgeber dieser Region. Also das muss man verteidigen mit allen Kräften, als regionalpolitische Überlegung, als Herzfrage. Nicht um sportliche Lorbeeren zu holen, das holt man sich mit an. Aber trotzdem ist es schlimmer, dann, wenn Sie gegen Lugano verlieren, als wenn Sie im Parlament eine Abstimmung verlieren, oder?
Ja, aber ich verliere weniger im Parlament. Sie machen das ja so clever, dass Sie haben Ihre Medienmacherei noch angesprochen, dass Sie dann ja das schaffen, dass Ihnen, wie viel hat man Ihnen dieses Jahr noch für Ihren Sender und andere Sender, 45 Millionen Franken als Sonderzahlung? Nicht für meine. Nicht für, auch ein kleiner Teil davon, genau. Vielleicht, das war wenn ja, das Volk zustimmt. Das war ja ein Husarenstück gegen die Medienministerin, oder, was Sie da durchgezogen haben in diesem Jahr. Warum? Ja, weil das Geld ja jetzt zuerst locker gemacht werden muss, bevor man es verteilen kann. Also wir haben ein, verstehe nicht ganz, wir haben eine Änderung des Systems, die wurde vom Parlament verlangt und die Medienminister hat das gemacht, vorgestellt. Und in dieser Änderung haben die Parlamentarier, ich brauchte gar nichts zu lobbyieren, das haben die Parlamentarier selber im Nationalrat noch vorher als im Ständerat gefunden. In dieser Revision kann man noch ein bisschen mehr für die Lokalradios und Regionalfernsehen machen, weil sie sind jetzt Bestandteil unserer Medienvielfalt geworden und die wollen wir am Leben halten. Es geht immer um Brosamen, ne? Wohl bemerkt. Also, im Vergleich zu dem Arbeitgeber, den ich habe, das wollten Sie wahrscheinlich nicht sagen. Ich wollte das nicht sagen, aber Sie haben es verstanden. Wenn wir von einem Medienthema in dieser Woche reden, dann sicher die letzten paar Tage wird über eine Sendung gesprochen, die eigentlich nicht so viele Leute gesehen haben, aber unterdessen etwa fünfmal mehr als serial geschehen wurde, nämlich eben Roger Schawinski, ich muss sagen, gegen Andreas Thiel oder umgekehrt, je nachdem, wie man es wahrgenommen hat. Haben Sie das gesehen, Herr Bodenmann? Ja. Und, wie war es so? Gut, ich meine, Schawinski ließ sich provozieren. Schawinski fiel eigentlich, ich hatte den Eindruck, der fiel zurück in seine Jugend, in Außersiel und ja, was hat man in der Jugend gesagt? Ich bin schlauer als du und du bist ein großer Double und so. Und irgendwie habe ich das noch erfrischend gefunden. dass jemand mal auch emotional wird, ausrastet und halt sehr heftig und vielleicht intellektuell suboptimal reagiert, nicht? Er würde sich freuen, wenn er das hören würde, dass man doch auch mal eine Lanze für ihn bricht. Das hat ja für beide sehr viel Kritik abgesetzt. Sie haben es, glaube ich, nicht gesehen oder Teile davon. Ich habe es nicht gesehen, nein, ich habe nur die Polemik miterlebt, aber die Sendung nicht gesehen. Aber wenn der Chefprovokateur des Landes einmal provoziert wird, das ist gar nicht so schlecht. Das ist sogar, würde ich sagen, demokratisch. Eine reinigende Aktion. Ja, also die Übermacht von der Chefprovokateur, der alle an seinem Hof einlädt, um sie quasi zu beschimpfen. Wenn einmal einer den Mut hat, ihm zu sagen, ja, aber du, einen Moment, dann ist es irgendwie demokratisch. Man muss die Spielregeln auch so verstehen, dass ab und zu die Interviewte, sagt man das Recht haben, den Interviewer ein paar frechen Antworten zu liefern. Aber ich habe die Sendung nicht gesehen, also ich weiß nicht, ob es übertrieben war, das habe ich nicht gesehen, deswegen spreche ich in der Leere. Schawinski ging ja auf die Reise, als ihm Thiel vorwarf, er sei ein Papierli-Jude, nicht? Das war ja der Auslöser, aha, emotional. In der Sache selber hätte Schawinski eigentlich zwei Bücher auf den Tisch legen sollen. Einerseits den Koran und andererseits die Bibel. Und dann fragen, im Namen welches Buches gibt es geschichtlich die größere Blutspur? Und die größere Blutspur gibt es natürlich auf Seite der Bibel, auf Seite des christlichen Abendlandes, auf das man sich heute so beruft und das bei von den Kreuzrittern bis zu Südamerika eine unglaubliche Blutspur in der Geschichte hinterlassen hat. Und das finde ich das Gefährliche in der jetzigen Debatte. Ich als Atheist habe alles, aber keine Sympathie für den Islam und schon gar nicht für die Islamisten. Aber die Arroganz, mit der wir heute im Namen des christlichen Abendlandes
diese Kultur diffamieren, das finde ich bedenklich. Und ich finde es auch bedenklich, dass wir nicht sagen, ja, im Wallis sagt man, welches Schaf ist schwerer, nicht? Und irgendwo müsste man auch die Frage stellen, welche Religion oder im Namen welcher Religion, wenn man es genauer nimmt, wurden die größeren Verbrechen begangen. Und dann ist für mich eigentlich, gibt es nur zwei vernünftige Positionen, die von Agnostikern und die von Atheisten. Das ist nicht meine Meinung, ich bin weder Agnostiker noch, weder Agnostiker noch atheistisch. Und ich sage aber eine Sache, in der menschlichen Geschichte gab es immer Menschen, Politiker, die die Religion, egal welche, missbraucht haben, um ihre politischen Ansprüche durchzusetzen, um ihre Macht aufzubauen, um Länder zu erobern, um Menschen zu unterdrücken. Die Frage ist nicht die Religion, ist wie die Menschen und insbesondere die Machtmenschen die Religion missbrauchen. Das ist die Frage, nicht die Religion. Ich habe ja das nicht so viel anders formuliert. Ich habe nur gesagt, wenn man jetzt diese Hetze sieht, auch in den ganzen sozialen Medien, auch in den Leserbriefen, dann hat man den Eindruck, es gibt eine unheimliche Selbstgerechtigkeit in unserem Land, aber nicht nur in unserem Land, sondern wenn wir das europäisch anschauen, dann praktisch in allen vergleichbaren Ländern, das, wo wir das Gefühl haben, wir, das christliche Abendland, wir sind zivilisiert, dabei wurde die Aufklärung gegen die Kirchen durchgesetzt. Natürlich. Und das irgendwo, da fehlt mir ja, der historische Blick in den Rückspiegel. Und das war natürlich schade, dass Schawinski nicht in der Lage war, das zu thematisieren, sondern einfach emotional explodierte. Aber das gehört zu einer Debatte, die natürlich jetzt durch diese Auseinandersetzung beschleunigt wurde. Sie reden von einer Verunglimpfung. In Deutschland geht es so weit, dass es wöchentlich montags noch, schon fast ironischer, wenn nicht zynischerweise, zu Demonstrationen kommt. Abendspaziergänge. Genau, zu sogenannten... Das kommt ja von links. Islamisierung des Abendlandes. Wenn ich zu Ende, also ja. Wahrscheinlich sind wir nicht so weit weg. Also. Aber was ich nicht akzeptieren kann, ist die einzige vernünftige Position, ist atheistisch oder agnostisch. Es gibt eine andere vernünftige Position. Es ist die Position der Leute, die eine Religion haben und den Dialog mit den anderen Religionen suchen. Das gab es schon damals, der Franziskus von Assisi, der mit dem Saladin das Gespräch gesucht hat. Es gibt heute noch viele Menschen, muslimische, israelische und Christen, die versuchen, in diesen dramatischen Umständen noch den Dialog aufzubauen. Und diese Leute müssen wir stützen. Wir haben vom erwähnten Karikaturisten oder Satiriker übrigens auch noch eine Karikatur dort hängen von Andreas Thiel. Wenn ich Sie beide hier fragen darf, wenn Sie jeweils karikiert wurden oder werden, ist das eine Auszeichnung für Sie gewesen, damals und heute? Ja, wer Politik macht, braucht Aufmerksamkeit. Karikaturen sind eine Form von gesteigerter Aufmerksamkeit und Zuneigung. Von daher, wenn ein Politiker karikiert wird, dann kann er sich eigentlich nur freuen. Ja, grundsätzlich geht es so. Ja, ich teile diese Analyse, diese tiefe Analyse. Wir haben hier fast zu viel Harmonie. Kommen langsam zum Schluss. Ich möchte gerne am Schluss beiden die 7 gleichen Fragen stellen und hoffe auf möglichst widersprüchliche und unterschiedliche Meinungen dazu. Welcher Bundesrat wird das Wahljahr 2015 nicht überleben? Keiner. Wahrscheinlich keiner. Wann ist die Schweiz in der EU? Ich werde das noch erleben. Bestimmt im dritten Millennium.
Wann werden die Grünen einen Bundesrat haben? Ich habe den Eindruck, wenn die CVP nichts macht, dann werden die Grünliberalen profitieren von der Krise der FDP, weil sie dann das naheliegendste Angebot sind für so etwas offenere, freisinnige Wähler. Und dann wird früher oder später, ja, irgendwo da werden zwei Sitze maximum rechts, zwei Sitze maximum links und dann werden drei Sitze in der Mitte sein und dann werden die Grünliberalen wahrscheinlich einen Sitz machen, außer die CVP erwacht noch irgendwann, aber das, für das bin ich nicht zuständig. Hä? Danke für den Wunsch. Ja, grundsätzlich schon. Also die Grünen werden den Sitz machen, wenn sie sich sie müssen sich von der automatischen Linksbündnis freimachen. Genau was die Grünliberalen gemacht haben, weil Umweltthemen sind nicht unbedingt nur links, oder man findet viele Bürgerliche, manche viele Leute in allen Parteien, die Umwelt lieben und die bereit sind, konkret sich einzusetzen und so weiter. Und eben das haben die Grünliberalen besser verstanden als die Grünen. Und solange die Grünen auf dem linken Spektrum bleiben, dann sind sie auf die SP ein bisschen blockiert und die SP macht ihre zwei Sitze und kann beabsichtigt nicht einen der zwei Sitze der Grünen weiterzugehen. Und wahrscheinlich werden die Grünliberalen noch mal wachsen, bis sie zuerst mal die Grünen überholen, dann vielleicht einmal die CVP, wenn wir nicht reagieren, aber wie Peter gesagt hat, müssen wir reagieren, dann werden wir reagieren. Wie wird der nächste Bundesrat aus dem Tessin, glaube ich, seit 1999 heißen? Gut, er muss sich einfach anstrengen. Da. Die Plätze sind zu teuer. Wir versuchen ab und zu den Preis der Plätze zu senken, indem wir sagen, wir hatten eine Standesinitiative und wir werden immer noch diskutieren, könnte man den Bundesrat auf 9 erweitern, damit die Minderheiten besser vertreten werden können und die Arbeitslast besser verteilt werden kann. Bis jetzt hatten wir kein Gehör gefunden. Also einmal hat der Ständerat dafür gestimmt, aber dann der Nationalrat das wieder blockiert. Diese Debatte wird vielleicht noch kommen. Es gibt ja niemanden in diesem Land, der freiwillig zugibt, dass er gerne Bundesrat werden möchte. Sie schon, Herr Lombardi, heute. Dann könnten wir noch Breaking News für die Sonntagszeitung morgen geben. Schade, darauf müssen Sie verzichten. Ich bin ja nicht mehr in diesem Gewerbe daheim, darum ist es zu verschmerzen. Welchen Chefredaktor wünschen Sie der NZZ-Redaktion? Ich habe das Gefühl, wahrscheinlich in der jetzigen Situation wäre es sinnvoll, wenn der Schwarz von Avenir Suisse zurückkäme. Der hat sich in den letzten Jahren ganz erstaunlich entwickelt. Der war, als er bei der NZZ war, im Wirtschaftsteil war er sehr, würde ich sagen, neoliberal, linientreu. Und in der Zwischenzeit habe ich ihn erlebt als jemand, der sich weiterentwickelt hat, der relativ offen ist. Und ich habe das Gefühl, in der jetzigen Situation wäre die NZZ gut beraten, so jemand zu engagieren, der nicht mehr eine allzu große redaktionelle Lebenserwartung hat und gleichzeitig oder deswegen eine gewisse Abgeklärtheit. Wenn ich das in Personalunion machen könnte, würde ich mich zur Verfügung stellen. Da haben wir noch eine halbe Breaking News generiert. Ich war Journalist und wenn man das gewesen ist, ich war Chefredakteur, und wenn man das gewesen ist, behält man noch immer im Kopf die Idee, da könnte man so etwas machen, da könnte man das verbessern. Also ich lese die Zeitungen immer noch mit einem besonderen Interesse als ehemaliger Chefredakteur. Letzte Frage und ich lasse Sie nicht vom Podium gehen, bevor Sie mir nicht einen Namen gesagt haben. Welchen Politiker wünschen Sie ins Pfefferland? Ins was? Pfefferland oder auf den Mond schießen, können Sie vielleicht auch sagen. Aha, wegbefördern. Aus der Schweiz. Oh, ich hätte ein paar Ausländische schon erwähnt, aber... Am liebsten noch aus dem Parlament.
Ich lasse Sie überlegen, Herr Bodenmann. Ich habe eigentlich Politik immer als Handwerk betrieben und habe eigentlich so zu so emotionalen Fragen keinen Bezug. Ich versuche die Frage nochmals umzugestalten. Ich komme nochmals zurück, Herr Lombardi. Das Problem ist so, es gibt natürlich ein paar. Also mein ehemaliger Kollege Dick Marty hat einmal gesagt, wir waren beim Tierschutzgesetz, hat einmal gesagt, mein Hund ist sympathischer als gewisse Kollegen. Aber das war Dick Marty, nicht ich. Also es gibt natürlich schon ein paar unhöfliche Kollegen. Aber sie wegzujagen nützt nicht, dann kommt sicher noch ein schlimmer. Also wir leben mit was. Noch ein dummerer Hund. Also wir behalten diejenigen, die wir haben. Sie müssen mich auch ertragen, das ist nicht immer einfach. Herr Bodenmann, ich habe es ein bisschen wohlfeiler im Kopf formuliert. Wer nervt Sie denn? Nerven tut mich eigentlich niemand groß. Ja? Ist das die Abgeklärtheit, die mit der Modelleisenbahn kommt? Nein, das ist ein anderer Approach zur Politik, wo man sagt, Politik ist ein Handwerk und unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Funktionen. Und das Zentrale in der Politik ist ja, dass ich mit dem Kopf des anderen denken kann und mit dem Bauch des anderen fühlen kann. Nur wer das kann, kann begreifen, wie Politik funktioniert. Und das bedingt Empathie selbst gegenüber denen, deren politische Ansichten man nicht teilt. Wollen wir das als Schlusswort stehen lassen? Ich befürchte, wir müssen. Ich bedanke mich herzlich, Filippo Lombardi, Peter Bodenmann, für diese angeregte und es war auch eine harte Diskussion am Schluss. Danke vielmals. Bitte schön.